gerade doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Aha. Und wen sucht eine ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Ja, warum seid ihr hier wohl nicht willkommen? Begonnen in höchster Not, auch das noch. Finde die Rotwadonen. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay, da möchte ich eigentlich gehen, aber... Wen sucht ihr denn nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Na gut. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Okay. So, und jetzt hoffe ich, dass nicht so juste die ganzen Läden jetzt alle zugemacht haben. Ich weiß gar nicht, wo kann ich das denn wohl verkaufen hier? Ich versuche mal mein Glück, das war wenigstens diese hier Knochen ein bisschen... Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Willkommen, ja. Die besten Waffenrüstungen. Kann ich diese komischen Knochen hier verkaufen? Nein. Die besten Waffen und Rüstungen. Sonstiges. Fuchsbären, Lederstreifen, Pferde, Scheiße. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Weil, wenn wir nämlich diese Knochen verkaufen, dann müssten wir auf jeden Fall genug Kohle haben, um uns die Bude zu kaufen. Das ist bestimmt diese hier, weil wir dafür einen Schlüssel brauchen. Und wenn ich natürlich so lange brauche, bis wir da ankommen... Dann haben die Geschäfte auf jeden Fall gleich auch alle zu. Aber ich kann es leider nicht ändern. An Drachenknochen kommen wir bestimmt irgendwie nochmal, weil wir werden bestimmt nicht das letzte Mal gegen Drachen gekämpft haben. Was sagt ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Scheiß Kinder. Geht ihr auf die Jagd? Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von Wild. Kann ich dir die Drachenknochen verkaufen? Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Nein, kann ich nicht. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Nein, da ist schon keiner mehr. Nein, ich werd bekloppt. Was haben wir dann hier? Das sieht doch... Ja, hier ist doch ein Händler. Oh, ist das hier nicht der Beletor? Jo. Hoffentlich nimmt er uns... hoffentlich hat er uns Lass das nicht übergenommen, wissen, dass wir dem aus Smallbauern haben. Ich arbeite für Beletor im Gemischten. Ja, das weiß ich, dass du für Alles Beletor... Alles steht zum... Werf deinen Blick darauf. So. Sonstige Skorone... Drachenknochen. Es tut mir in der Seele weh, die verkaufen zu müssen, aber wir müssen das Gewicht loswerden. Verdammt, eben, wir können uns da immer noch Drachen schuppen. Die möchte ich eigentlich behalten. Aber wir müssen ja auch irgendwie mal so langsam an Kohle kommen, dass wir das Haus haben. Amethysten alle verkaufen. Der Verkäufer besitzt nur 272 Gold. Na super. Dann verkaufen wir einfach 5 davon. Scheiße, dann müssen wir ja noch einen Händler aufsuchen. Bitte kommt wieder. Oh, Gott sei Dank, wir können endlich wieder rennen. Ey, Gott sei Dank. Scheiße, gibt's denn hier noch einen Händler? Was ist hier? Arcadias Kupferkessel. Der alte kann man bestimmt auch noch etwas verkaufen. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln.
dann seid ihr also ein Alchemist. Reden wir später nochmal mit denen, weil gleich möchte ich auch die Aufnahmesession beenden. Aber vorher möchte ich noch einmal die eine Quest abgeben bei den Gefährten. Sonstiges? Nee, das... Nein. Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. So, Zaubertränke können wir mal mit Sicherheit mal einen Arsch voll verkaufen. Bögen 60%. Ach so, was benutze ich sowieso nicht. Weg damit, weg damit, weg damit. Stärke, da... Ja, okay, die behalten wir. Kräftige Heilung, die behalten wir auf jeden Fall. Krankheitsheilung behalten wir. Gesundheit behalten wir. Magiker kann auf jeden Fall alle weg. So, und was kann dann noch weg? Feuerresistenz behalten wir mal. Der Lähmung zieht für 3 Sekunden, das kann auch weg. Erzürnung kann auch weg. Feuerresistenz behalten wir mal. Geringe Ausdauer auch weg. So. Supi. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Brauchen wir nicht, aber dafür kann ich jetzt einmal die Bude kaufen, aber das machen wir, glaube ich, später, also beziehungsweise mache ich in der nächsten Aufnahmesession. Oder mache ich das jetzt eben? Wartet! Ich kenne euch. Nee, das spare ich mir, glaube ich, für die nächste auf. Ach, guck jetzt, wartet, Fuck. Ich habe auf eure Rückkehr gewartet. Warum? Kommt, folgt mir! Da ist noch ein Zeichen. Das sieht sehr nach Aufnahmeritual aus. Ich speichere mal. Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Dein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Kurahi! Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Fragment von Wutrad entfernt. Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Warum habt ihr euch denn was bedeutet, Gefährte? Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Aha, was mit euch? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont, nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteillassen wird, wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Aha. Hofft ihr euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und sprecht mit Eolund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als... was auch immer das ist. Das ist ein Orkschwert, aber... eigentlich wollte ich benden, aber das muss ich natürlich jetzt auch nochmal eben nachgucken. Ja doch, das ist glaube ich noch der Nachthimmel. Das ist ein bisschen too much, finde ich, aber der macht es nochmal ein bisschen schöner wie der eigentliche.
So, aber jetzt natürlich erstmal eben zu Eol und Graumähne. Komm her. Eine Menge Stahl zu schmieden. Richtig, für mich nehme ich auch jetzt. Mir wurde nämlich gesagt, dass ihr eine Waffe für mich habt. Ja, ihr gehört nun zu den Gefährten, wie ich höre. Jo. Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Ich hätte gerne Schwert durch Scheunungsweinender. Ein Schwert auf jeden Fall. Eine Klinge. Sie wird so scharf sein wie Fralias Zunge. Schwert des Himmelschmiedenstaats hinzugefügt. Ja, her damit. Objekte, Waffen, die es bestimmt... Schaden 16. Hallo! Gewicht 10. Wie geil ist das denn? Wo ist denn hier? Orkisches Schwert fahren, Schaden 14. Hahaha. Auf jeden Fall her damit. Hm? Training Schmiedekunst. Ja, eigentlich schon. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Kosten 280. Einmal könnte ich, aber nein. Ich will nicht, Seid ihr blind, Junge? Preis die Götter. Jo, so. Aber sowas von. Hab ich Stahlbarren, dass ich den, Nein, das heißt, ich müsste bei dem eigentlich noch einen Stahlbarren kaufen, dass ich das eigentlich jetzt noch schärfen kann, das eine Schwert. Nein, hat er noch nicht. Ich hoffe. Gut, dann gucken wir gleich mal so, aber die, dann können wir das orkische Schwert schon mal verkaufen. Mhm. Mhm. So, mal eben gucken, ob wir was damit machen können. Aber das finde ich ja schon mal... Schwert des Himmelschmieds, erfordert Stahlbahn. Ja, habe ich nicht, leider. 20! Uhuhu. Wir brauchen auf jeden Fall einen Stahlbahn. Das führt ja... Haben wir Stahl? Objekte... Nee, Stahl haben wir auch nicht. Verdammt, wo kriege ich denn Stahlbahn? Mit Gier von dem einen... Boah, wenn wir das dann auf 20, dann hat sich das aber richtig gelohnt. Und diese Zeichen, die machen mich kirre. Ich will wissen, von wem die sind und was das soll. Und ob das in anderen Städten auch so ist. Da auch. Oder ist das vielleicht Zugehörigkeit zu gewissen Gruppierungen? Ich kenne euch doch. Ich dich aber nicht. So, Beletors Gemischtwahnsinn. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Arsen und Spitzenhäubchen. Schlüssel erforderlich, die können wir uns jetzt eigentlich kaufen, aber... Wir warten jetzt einmal eben hier 11 Stunden ungefähr. Der hatte um 9 Uhr, glaube ich, aufgemacht, oder um 8. So. Ich habe hier einige gute... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Weder noch, ich will einen Stahlbarren. Stahlbarren. Nein. Eisenbarren. Vergesst nicht, auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Was brauche ich denn für einen Stahlbarren? Goldbarren, Stahlbarren. Korundumerz, Eisenerz. Das heißt, Korundumerz, dann wäre ich auch schon zufrieden. Ich sage nicht, dass ich der werft einen Blick darauf. Ja, bist du auch nicht, das weiß ich. Korundumerz. Ach, hat sie sogar. Jo, her damit. 61 Gold. Dann gehe ich mal. Tschüss. So, zack. Stahlbarren. Jawohl. So, und dann schmieden.